Ein Dieb soll er sein, raffiniert und schlau. Er wird gehasst und gefürchtet, gejagt und gehetzt, der Fuchs. Den Jägern ist er ein Dorn im Auge, als Mörder von Rebhuhn und Hase. Dabei fängt er vor allem Mäuse, doch er frisst auch mal Obst. Auch in der Stadt ist er nicht beliebt. Viele Städter fürchten ihn als Überträger von Krankheiten. Muss er deshalb gejagt werden? Wir treffen einen Jäger, der in seinem Revier die Fuchsjagd verbietet. Klaus Ulrich Ress, Rechtsanwalt aus Rossbach. Als Sohn eines Landwirts kennt er sich aus in Wald und Landwirtschaft. Die Jagd um der Jagd willen lehnt er ab. Während viele Jäger den Fuchs gnadenlos bekämpfen, findet der Anwalt, man sollte die Füchse in Ruhe lassen. Ihre Zahl würde trotzdem nicht zunehmen. Er lässt sie am Leben. Ja, weil es wenig Sinn macht, Füchse zu schießen, wenn man dadurch erreicht, dass im Grunde genommen das nächste Jahr noch mehr Füchse im Revier sind, weil die Reproduktion von den Füchsen durch die Jagd angeregt wird. Aus meinen Erfahrungen heraus ist es so, dass wenn Sie einen Fuchs erschießen, sind zwei, kommen zwei nach. Das ist an sich ja auch wiederum gut, wenn man das so sieht, weil wir zum Beispiel dieses Jahr eine riesen Mäuseplage haben und die Landwirtschaft Tonnen von Mäusegift auf die Felder fährt, um dort den Mäusen Herr zu werden. Wenn wir die Füchse aber leben lassen würden, dann wäre es so, dass wir diese Tonnen von Mäusegift gar nicht so bräuchten. Für die meisten Jäger ist das kein Punkt. Für sie gilt nur, der Fuchs muss weg. Der Fuchs ist verhasst deswegen, weil er letztendlich als Konkurrent von den Jägern auftritt. Dass er letztendlich, früher war es so, dass wir für große Strecken gemacht haben an Hasen und an Fasanen. Und letztendlich wird auch jemand gesucht als Sündenbock dafür, dass letztendlich die Hasen und die Fasanen nicht mehr diese Ergebnisse bringen, wie sie früher gewesen sind. Und letztendlich ist es auch das Machtbedürfnis des Menschen, über Tod oder Leben zu entscheiden. Und dieses Machtbedürfnis kann man natürlich auch befriedigen, wenn man vor dem Fuchs sitzt und den Fuchs erlegt. Wenn man ihn überhaupt erlegt. Denn leider, so Klaus Ulrich Ress, schießen Jäger oft daneben. Schwer verletzt gehen die Tiere dann irgendwo im Wald elendig zugrunde. Wir dürfen an einer Treibjagd des Ökologischen Jagdverbandes in der Nähe von Siegen teilnehmen. Es werden Rehe gejagt, aber auch der Fuchs. Letzterer jedoch nur, wenn der Schütze das Fuchsfell nutzen will, wie Elisabeth Emmert zum Beispiel, die Vorsitzende des Verbandes. Denn ein Tier töten, ohne es zu verwerten, lehnen die Ökojäger als unethisch ab. Also hier ist es gar nicht so schlecht, weil da drin ist ein größerer Fuchsbau, dass da ein Fuchs kommen kann. Aber die vermogeln sich natürlich auch oft so am Rand entlang und je nachdem. Würden Sie den denn schießen? Wenn er nicht zu schnell ist, weil ich möchte ihn ja verwerten. Ich würde jetzt versuchen, so zu schießen, dass man den meinetwegen mitten drauf schießt oder auf dem Rücken schießt, sonst ist das Fell kaputt. Ich würde schon aufpassen, einfach so, dass man eine gute Chance hat, dass man dann auch nutzen kann. Und da ist er auch schon, der Fuchs. Viel zu schnell für einen gut platzierten, also tödlichen Schuss. Durch die Jagd sind die Tiere im Stress. Vielleicht mit ein Grund, warum Fuchs und Wildschwein sich immer öfter in die Städte trauen. Hauptanziehungspunkt ist natürlich das üppige Nahrungsangebot. Essensabfälle, satt. Schade nur, dass dem Menschen der unheimliche Besuch aus dem Wald nicht passt. Zum Beispiel, weil die Städter Angst vor der Tollwut haben. Müssen sie das? Füchse in der Stadt sind für die Stadtbevölkerung eigentlich überhaupt kein Problem. Die Geschichte, dass Füchse Tollwut verbreiten, die ist ja inzwischen weitestgehend vom Tisch, weil Tollwut in Deutschland keine Rolle mehr spielt. Und vor allem werden Gründe vorgeschoben, um den Fuchs bejagen zu können, die nun bei genauer sachlicher Betrachtung überhaupt keinen Bestand haben. Fuchsbandwurm ist natürlich für den Menschen, wenn er ihn denn bekommt, eine lebensgefährliche Sache. Aber wer bekommt schon einen Fuchsbandwurm und wie? Diese Fuchsbandwürmer, die fliegen ja nicht einfach dem Menschen in der Luft zu, sondern da muss man eben die Eier verschlucken. Und das passiert ja in aller Regel nicht. Denn welcher Städter kommt denn mit Fuchskot in Berührung? Beim Hessischen Landesjagdverband wird das ganz anders gesehen. Durch die Jagd auf den Fuchs will man sozusagen Menschenleben retten. Man darf also nicht nur von Tollwut sprechen. Viel gefährlicher im Moment zumindest ist der Fuchsbandwurm, der ja... Wenn ein Mensch befallen ist, wie krebsartig in der Leber, das Larvenwachstum in der Leber krebsartig sich ausbreitet und nur durch eventuelle Operationen vor dem Tod zu retten ist. Und ich meine, jeder Mensch, der dadurch zu Tode kommt, ist ein Mensch zu viel. Zurück zu den Ökojägern. Die Jagd ist aus. Rehe und ein Fuchs mussten dran glauben.
letzterer wegen des Fells, aber auch weil der Schütze Hase und Rebhuhn retten will. Niederwild also. Wird Niederwild und zur Strecke. Die hört mit dazu. Warum schießt man ein Reh oder ein Wildschwein? Ne? Weil man sie essen will. Ja. Aber nicht nur. Die machen ja auch Schäden, ja, im Wald und Flur. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Auftrag hin oder her, die Hatz auf den Fuchs hat noch nie viel gebracht. Bisher hat das schlaue Tier alle Versuche, es auszurotten, überlebt. Und das wahrscheinlich nur, weil es auf die ständige Bedrohung mit immer mehr Nachwuchs reagiert.